Petrus heilt einen Bettler. Teil 3 der Apostelgeschichte. Eines Tages waren Petrus und Johannes am Eingang des Tempels in Jerusalem. Dort war ein Mann, der seit seiner Geburt nicht mehr laufen konnte. Er bat die beiden um Geld. Petrus antwortete ihm: "Ich habe leider kein Geld für dich, aber ich kann dir etwas viel Besseres geben. Im Namen von Jesus sage ich dir, steh auf und geh." Da wurde der gelähmte Mann direkt geheilt und konnte wieder laufen. Alle, die das sahen und den Mann kannten, kamen zu Petrus und Johannes. Die erzählten ihnen, was Jesus für sie getan hatte. Auch die religiösen Leiter bekamen das mit und fragten sie, worum es ging. Auch ihnen erzählten sie von Jesus. Weil die religiösen Leiter aber Angst hatten, ihren Einfluss zu verlieren, verbaten sie ihnen, noch mehr von diesem Jesus zu erzählen. Doch Petrus entgegnete nur: "Wie können wir schweigen, wenn diese Botschaft von Jesus jeder hören muss? Sollen wir etwa euch mehr gehorchen als Gott?" So missachteten sie die Anweisung und erzählten weiterhin allen, die sie trafen, von Jesus. Und viele fingen an, ihm ebenfalls zu vertrauen und zu folgen.